Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Also, ich bin auf Korsika und zwar auf der Nordwestseite, nördlich von Porto und etwas unterhalb von, ja nördlich sogar noch von Calvi. Calvi habe ich heute in der Früh gemacht und unterhalb von oder südlich von Saint-Florent. Die Straße, die ihr in die Richtung führen seht, die ist der absolute Albtraum für jeden Wohnmobilisten. Und wie ihr sehen könnt, bin ich das einzige Wohnmobil hier oben, aus gutem Grund. Die Straße ist steil, eng und hat keine Fahrbahnmarkierung. Und keine Randmarkierung, keine Leitplanken, gar nichts. Also wenn man da mal 2 Zentimeter zu weit nach rechts kommt, Richtung Abgrund, dann war es das mit dem Urlaub. Es ist trotzdem einen Ausflug wert. Warum? Ich befinde mich hier beim Restaurant A Merendella und das ist jeden Meter wert. Das ist der Hammer. Also ich bin gerade hier angekommen und war von der Fahrt so groggy, dass ich gesagt habe, okay, da gehe ich jetzt oben mal ein bisschen was essen und habe mir ein Lamm in Minzsoße gegönnt. Und Lamm in Minzsoße hört sich an so bläh, aber es war einmalig. Also wirklich ganz, 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 ganz toll. Eine Stimmung, eine Atmosphäre, ein Ambiente und jetzt stört mich der Hubschrauber mit einer Aufnahme, das gibt es ja gar nicht. Also das müsst ihr erlebt haben, das ist der Wahnsinn, da müsst ihr mal hochkommen, aber bitte nicht mit dem Wohnmobil, sondern mit dem kleinen PKW, da ist man wesentlich auf der sicheren Seite. Ja, und warum bin ich hier hochgefahren? Nicht wegen des Lamms, sondern wegen des Monte Tolus. Der befindet sich aus der Richtung, aus der der Hubschrauber kommt. Ich hoffe, der transportiert keinen ab. Das wird jetzt eine 4-Stunden-Wanderung und blöderweise habe ich die Mittagssitze ausgesucht, aber zeitlich ging es nicht anders. Und das hier oben ist kein modisches Accessoire, das brauche ich nämlich. Und heute haben wir weit über 30 Grad und in der Mittagssitze loszumarschieren auf dem Gipfel ist vielleicht nicht die beste Idee, aber mit Hut geht das schon. Ja, wir sehen uns auf dem Gipfel, würde ich sagen. Eine Dreiviertelstunde später und ein paar Höhenmeter weiter oben sind wir, glaube ich, kurz vor dem Gipfel. Das müsste der da oben sein. Wir sind ein paar Wanderer entgegengekommen, insgesamt so ein Dutzend. Also viele sind es nicht für einen Donnerstagnachmittag. Gott sei Dank, sonst wäre es ja hier genauso überfüllt wie am Himalaya. Haha, kleiner Scherz am Rande. Ich weiß nicht, ob es die Auflösung von der Kamera hergibt. Da unten sieht man eine dieser typisch korsischen Basiliken mit dem hohen Turm. Schön eingebettet in das Tal. Dahinter kommt noch ein kleiner Ort. Und ja, es ist super hier oben. Fast keine Wolke und es weht ein kleiner, erfrischender Wind. Ja, was soll man da noch mehr sagen? Es ist wahnsinnig schön, hier wandern zu gehen auf Korsika. Also der Monte Tolo ist nicht einer der höchsten Berge, aber sicherlich einer derjenigen, die eine wunderbare Aussicht bieten auf das Meer da hinten. Und ich zeige euch noch ein paar Aufnahmen von der anderen Seite, wenn wir dann rüber gehen auf den Gipfel. Da sieht man eigentlich bei guter Sicht sogar bis nach Calvi runter. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die letzten Höhenmeter in Angriff und dann gibt es noch einen neuen Zwischenbericht aus dem Gipfelstudio quasi. Oh, also wenn mich nicht alles täuscht, ist das nicht der Gipfel. Ich weiß auch nicht, ob das da hinten der Monte Tolo ist. Der ist wesentlich höher. Oder ob ich jetzt quasi knapp am Gipfel vorbeigeschrammt bin und ob das der Gipfel ist. Der ist nämlich auch ein bisschen höher. Ich vermute mal, das ist er. Dann laufen wir mal noch zu dem rüber. Habe ich schon erwähnt, dass man hier absolut trittfest und schwindelfrei sein muss. Da geht's Obi, da geht's Obi und auf der anderen Seite geht's A-Obi. Und meine Sonnenbrille geht A-Obi. Die rutscht mir nämlich ständig von der Nase, weil ich so sehr schwitze. Und die ständig hochzuschieben, das macht keinen Sinn. Also, weg mit der Sonnenbrille. Der bleibt oben. Die Wanderstöcke habe ich auch eingefahren, weil ich jetzt hier die letzte Etappe hochkraxeln muss. Da stören nur die Stecken. Und ich glaube, was auch immer mich da oben erwartet, egal was es danach ist, das habe ich mir verdient. Also, packen wir es an.
Der Gipfel! Der Gipfel! Ja! Oh. Und ich habe keinen Flachmann dabei. So, Aufstieg zum Monte Tolu. Die Aussicht ist es wert. Da hinten sieht man Calvi. Ah, ein bisschen arg weit weg. Ah, der absolute Wahnsinn. Pause und dann habe ich mir einen Kaffee verdient. Solltet ihr mal nach Korsika kommen, geht auf den Monte Tolu. Er ist es wert.